Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier auch bei einem neuen Podcast hier auf meinem Kanal Achtung Lichtarbeit. Ja, ich habe heute wieder eine Gesprächspartnerin, die Bertha aus Österreich. Grüß dich erstmal, Bertha. Ja, hallo Eckart, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir. Ja, das Thema ist heute nämlich die Kreon-Schule. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht über Kreon selbst und Lee Carroll, aber da ist die Kreon-Schule nur so am Rande ein bisschen vorgekommen, weil ich war in meiner eigenen Esoterikzeit nicht in der Kreon-Schule und habe da auch ein bisschen Expertise gebraucht und auch schon gesucht von jemand, der dort sehr viel Erfahrung drin hat oder gehabt hat. Das bist eben du, Bertha. Heute bist du gläubige Christin, seit circa 2 Jahren, aber du warst fast 10 Jahre in dieser Kreon-Schule drin und bist natürlich dadurch eine wunderbare Gesprächspartnerin heute. Wir wollen halt speziell Menschen erreichen, die da immer noch drinstecken. Und das Ziel des Kanals ist ja, die Menschen dann auch zu warnen, aufzuklären über solche Methoden und ihnen von Jesus Christus zu erzählen und der Rettung aus diesem Bereich. Und das soll auch heute so, ja, das über dem Gespräch immer etwas schweben, dass das unser gemeinsames Ziel ist von uns beiden. Ja, aber bevor wir so richtig anfangen, Bertha, vielleicht kann ja auch nicht jeder der Zuhörer mit dem Begriff Kreon-Schule etwas anfangen. Könntest du vielleicht zu Beginn mal kurz zusammenfassen, um was es dort geht? Ja, also die Kreon-Schule, mittlerweile heißt es ja Schima Verlag. Also der Name hat sich ja geändert vor circa 10 Jahren. Es nennt sich auch die Bewusstseinsschule der neuen Zeit. Und Menschen, die eben der golden-blauen Frequenz angehören, befinden sich eben in dieser Schule wieder zusammen. Also die Gründerin channelt eben verschiedene Wesenheiten und soviel ich weiß, war eben Kreon der Erste, der sich bei ihr gemeldet hat, drum eben dieser Name Kreon-Schule. Und es geht mehr oder weniger geht es darum, den Planeten wieder zurück nach Hause zu holen. Und da helfen eben verschiedene Wesenheiten, eben wie Melek Metatron, Kreon, Shiva und Jesus der Christus, Ashtar Sharan. Ja, und natürlich auch die Menschen, die auf diesem Planeten beheimatet sind. Ja. Ja, ein bisschen erinnert mich das an meine eigene Zeit in der Lichtarbeit. Da ging es zumindest auch so um die 5. Dimension und den Aufstieg der Menschheit darin. Das hat mich so ein bisschen jetzt auch daran erinnert, was da bei der Kreon-Schule auch gemacht wird. Ja, mehr oder weniger, glaube ich, läuft ja immer alles auf Silbe hinaus. Ja. Ja. Okay, wie kam das denn, dass du selber da reingeraten bist und was hast du alles dort so gemacht? Ja, also ich habe in einem Optikergeschäft gearbeitet und da hat eben gegenüber hat dann ein Esoterikladen aufgemacht. Der hat mich halt magisch angezogen, habe dann später da angefangen zu arbeiten und die Besitzer des Ladens, also die hat eben im Internet, hatte die Kreon-Schule entdeckt und da haben eben viele Kunden und ich halt auch Feuer gefangen. Und wir haben dann damit begonnen, also sehr viele eben, die dort aus und eingegangen sind. Also ich habe dann gestartet mit den 48 Schritten des Erwachens. Mittlerweile sind es ja nur mehr 36 Schritte. Das wurde gekürzt. Und das ist eben ein Fernlerngang, den kann man durchlaufen. Und anschließend kann man dann mit den Pionierschritten beginnen. Ich habe da circa bis Schritt 113, da habe ich dann abgebrochen. Ah. Ich erzähle dir dann eh später noch, warum. Und man kriegt dann zu jedem Schritt, kriegt man auch Unterlagen dazu. Und man kriegt da eine CD und auf der CD sind im Prinzip sind das Meditationen und die werden geführt von verschiedenen Lichtwesen. Und man kriegt dann auch noch die Kristalle der Wirklichkeit, also das reden wir dann aber auch noch später, ja, das war eben so dieser erste Teil davon. Ich habe dann mir auch noch die Berufe der neuen Zeit gekauft, das ist eben dasselbe Prinzip, CDs mit Skriptum und um Leute damit zu behandeln. Und auch den Planeten, Erdheilungen, also eh immer im Prinzip ist es, läuft es in der Esoterik immer auf dasselbe hinaus.
Ich habe dann auch angefangen, diese Kristalle aus der Wirklichkeit, eben diese Symbole auf Bilder zu malen, Kerzen, Steine, Mobile, also alles, was mir eingefallen ist. Also vor Corona war es ja noch so, dass es Festivals zweimal im Jahr gegeben hat, die waren live, konnte man da teilnehmen. Das hat sich aber mit Corona dann geändert. Es gibt jetzt eben diesen Shima-TV, das ist per Internet, kann man diesen Festivals eben, kann man daran teilnehmen. Ja, und ich habe eben dann auf diese Festivals damals diese Sachen alle verkauft, wie viele andere auch. Also man konnte dann auf den Ständen Kleidung kaufen mit diesen Kristallen drauf, alles mögliche, Schmuck, ja, und habe dann halt ein bisschen was damit verdient. Ah, okay, verstehe. Ja, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt ja da auch eine ganz zentrale Person bei der Krayenschule, Sabine Wenig, die sich auch Sangita nennt oder, soviel ich weiß, Medium der neuen Zeit. Und ja, du hast sie dann auch schon mal persönlich getroffen, hattest du mir erzählt. Welche Rolle spielt sie denn genau in der Krayenschule? Also wie kam sie denn auch zu diesem Namen Sangita? Also kannst du uns das mal erklären? Ja, also Sabine Sangita hat eben die Krayon-Schule so vor rund 20 Jahren hat sie die gegründet mit Zusammenarbeit damals noch mit dem Bernhard Keller. Also der war für die Organisation damals zuständig und die haben sich aber dann vor circa 10 Jahren getrennt. Also Bernhard Keller fährt ja jetzt mittlerweile eine eigene esoterische Schiene. Er hat diesen Mumanda Verlag gegründet. Ich Ah weiß ja. nicht, ob dir der was sagt. Das ist so eine esoterische Internetplattform, auch für spirituell Suchende. Und nach dieser Trennung circa hat sie dann angefangen, eben die Krayon-Schule Shima Verlag zu nennen. Und ihr Name, also dieser Name Sangita, das ist eben ihr Ursprungsname. Und jeder, der möchte, also da muss man jetzt kein Krayon-Schüler sein, kann sich diesen Namen mit den Ursprungseltern, auch wenn er möchte, eben channeln lassen. Und dieser Ursprungsname mit den kosmischen Eltern. Und die kosmischen Eltern tragen eben bestimmte Attribute in sich. Und die sollen eben, also und der Name selber hat eine gewisse Schwingung, die die DNS entschlüsseln soll. Und man wird sich dadurch eben immer mehr seiner eigenen Göttlichkeit bewusst. Da Ha. gibt es zum Beispiel die Eltern Shiva und Shakti oder Jesus und Lady Nada. Lady Nada ist ja eine Inkarnation von Maria Magdalena. Und ja, mit unterschiedlichen Attributen. Und Sangita ist eben der Ursprungsname von Sabine Wenig. Und es hat halt jeder Name dann auch eine bestimmte Bedeutung. Also bei mir zum Beispiel, nur dass man sich was vorstellen kann, ich war die Selina, Selina die Freundliche. Ich Das warst du, glaube, oder was? das war ich. Das war dein Ursprungsname, dein angeblicher Ja, Ursprungsname. Ah, okay. genau. Und bei mir war es ja dann so, ich war ja auch auf den, man sollte diesen Namen ja so viel wie möglich verwenden, eben um sich an diese Attribute, sagen wir, wenn ich jetzt eine gute Heilerin wäre, dass man sich an das alles zurückerinnert. Und wir haben dann in der Gruppe auch uns nur mehr mit diesen Ursprungsnamen angesprochen. Ja, und so war das dann im Großen und Ganzen. Ich glaube, Sangita hat dann geheißen, so ungefähr wie die Perle Gottes oder so. Dieser Name ist mir dann immer jetzt in Erinnerung gekommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob das stimmt. Ja. Also man kann sich diesen Namen für 40 € channeln lassen, wenn man das möchte, mit den kosmischen Eltern. Man kriegt dann auch ein Skriptum dazu, damit man eben weiß, welche Attribute der Name hat und welche Bedeutung. Ich habe aber jetzt bei der Recherche eben, weil ich schauen wollte, auf welchem Stand die Krayon-Schule jetzt ist, gesehen. Also man kann sich jetzt auch den persönlichen Schutzengel, den persönlichen Drachen, sein Einhorn, seinen Priesternamen, die persönliche Engelsgruppe, sogar das Haustier kann man sich jetzt channeln lassen. Den Ursprungsnamen eben vom Haustier kostet 40 bis 80 € je nach Aufwand, was ich gelesen habe. Okay, wenn ich jetzt eine Katze habe zu Hause, dann könnte man dort für 80 € sich den Ursprungsnamen der Ja, Katze. oder für
Das ist für 40, glaube ich. Also das ist dann bei anderen Sachen, das sind, ich glaube, da geht es dann auch noch darum, was dann noch alles dabei ist. Haustier, glaube ich, sind 40 Euro. Ja. Bertha, nur um das nochmal klarzustellen, du schilderst das aus deiner damaligen Perspektive. Also natürlich ist für dich heute klar, dass Lady Nada natürlich nicht in der Reinkarnation von Maria Magdalena ist und dass es sich hier nicht um den wahren Jesus handelt. Das ist doch richtig, ne? Ja, natürlich. Also alles, was ich jetzt sage, ist die Lehre. Das ist mir ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Das ist alles die Lehre von Sabine Sangita und von der Kreon-Schule oder Schima Verlag. Also ich distanziere mich jetzt ganz, ganz stark davon. Genau, das sollte nur noch mal betont werden. Ja, Also richtig. du beschreibst das eben, wie es damals so oder auch heute noch ist. Ja, man erkennen sich vielleicht auch manche daran wieder und es ist vielleicht auch ganz interessant, auch für Außenstehende, die jetzt nicht direkt dort drin waren, was da so abgeht in solchen Gruppierungen. Ja, das halten ja manche kaum für möglich. Also, dass man da Ursprungsnamen sich channeln lassen kann, der irgendeine Schwingung enthält, der die DNS entschlüsselt und man sich dann seiner eigenen angeblichen Göttlichkeit bewusst wird, das ist ja für viele klingt das ja auch absurd, ja. Heute für mich auch, ich habe ja ähnliche Sachen früher auch geglaubt, ja, auch, dass wir alle so ein bisschen kleiner Gott sind. Naja, gut, das war nur noch mal ganz kurz, um das zu betonen. Kommen wir noch mal zurück zu der Sabine Sangita. Sie bezeichnet sich ja, selbst als Hörmedium, was genau versteht man denn darunter? Ja, also bei den Festivals, die damals eben noch live in Rosenheim stattgefunden haben, hat sie mal erzählt, also dass sie die Stimme in ihrem Kopf hört und sie muss das eben wortwörtlich nachsprechen. Und sie nimmt diese Stimme so als blechern und metallern wahr. Und jedes Wort, das ihr mitgeteilt wird, muss sie wirklich wortwörtlich wiederholen, denn sonst stoppt dieses Wesen, das Channeling, so lange, bis sie es ausspricht. Also das ist so ähnlich wie Anthony Williams, stelle ich mir mal vor. Ich habe mir da von dir diesen Podcast angehört. Aber nur er sagt, glaube ich, er hört die Stimme von außen und sie hört das eher im Kopf drinnen, was ich mich so erinnere. Ja, okay, danke. Also sie muss, also das gechannelte Wesen, wir können ja heute ruhig auch mal sagen, Dämonen, ja, als Christen, das ist uns bewusst, Ja. die verlangen, dass eben ihre Botschaft da wortwörtlich sozusagen weitergegeben wird und da nichts rein Richtig. interpretiert wird, ja. Genau. Okay. Du hast vorhin diese Schritte mal erwähnt. Du meintest, glaube ich, 48 waren das damals, als du das noch angefangen hast. Genau. Jetzt sind es nunmehr 36. Kannst du uns vielleicht also zu diesen Schritten noch ein paar Details geben? Welche Schritte gibt es? Also du hast ja schon ein paar angesprochen, glaube Pionierschritte Ja. hattest du vorhin mal erwähnt. Welche Schritte gibt es denn jetzt genau und wozu dienen sie? Was kosten sie? Ja, also jetziger Standpunkt ist eben der, es sind 36 Schritte des Erwachens und das ist eben eine CD mit Skriptum und es ist eine Meditation, die hört man sich an. Das Tempo bestimmt man eigentlich selbst. Man kann also im Monat auch 3 Schritte machen. Ein Schritt kostet so rund 6,37 €. Also dieser Preis hat sich von damals bis heute nicht geändert. Das habe ich nachgeschaut. Und man kriegt da jetzt zum Beispiel eine Meditation, wo man eine Reise macht mit einem Wesen durch das Sternentor oder auf irgendeinen anderen Planeten. Oder man kann sich auch damit ein eigenes Gebet kreieren. Und das ist aber jetzt nicht so, wie wenn man zu Jesus Christus sprechen würde und beten würde, sondern das ist vielmehr so eine Wunscherfüllung ans Universum. Ah. Und ja. Ja. Und durch diese Schritte des Erwachens soll sich eben auch dann diese Lebensfreude und Lebenslust steigern. Der Lichtkörper soll strahlender werden und er dehnt sich aus und die geistige Welt wirkt eben dann in diesem Lichtkörper jeden Einzelnen. Und was auch noch zu sagen ist, diese CDs dürfen nicht weitergegeben werden. Also wenn jetzt jemand diese Schritte machen will, hat Sabine Sangita immer gesagt, man jeder
Jede CD ist auf den jeweiligen Lichtkörper abgestimmt. Also ich kannte Leute, da waren vier Leute in der Familie, die diese Schritte vollzogen haben und jeder hatte aber seine eigenen CDs. Also das war natürlich auch eine Menge Geld, nicht? Also da waren auch Familien mit den Kindern, wo die 10-, 12-Jährigen schon diese Schritte vollziehen, nicht? Meine Güte, nein, Ja. wirklich. Ja, Also richtig. das, also unfassbar. Ich meine, das Geschäftsmodell ist natürlich gewieft, aber das, ich Ja, finde es immer ja. schlimm, wenn da Kinder schon ins Spiel kommen. Ja, die Haare sind mit dem aufgewachsen. Also ich habe das ja 10 Jahre fast miterlebt. Und eben nach diesen 36 Schritten kann man mit den Pionierschritten starten. Die kosten dann monatlich so rund 25 Euro. Da kommt monatlich ein neuer Schritt raus und man kriegt bei diesen Pionierschritten dann auch bestimmte Techniken. Also zum Beispiel kann man dann erlernen, wie man den Planeten Erdheilung vollzieht oder wie man Tiere oder Menschen behandelt mit diesen Lichtkristallen. Und ja, ich bin mir sicher, es gibt jetzt mittlerweile schon an die 200 Pionierschritte, so schätzungsweise. Ja. Aha. Das ist jetzt so das Grundgerüst. Ja, erinnert mich so ein bisschen auch an Steigerungen bei Reiki oder so. Da gibt es auch den ersten Grad, zweiten Grad, dritten Grad und noch so einen Meistergrad. Und da ist dann auch immer, wird immer mehr Kraft versprochen. So je höher man kommt, desto mehr Kraft hätte man. Ja, das hat mich nur so ein Ja, bisschen. also ich muss sagen, so im Nachhinein, ich habe das nicht gemerkt, dass sich da was geändert hat. Im Gegenteil, also mir persönlich ist es dann ja immer schlechter gegangen. Man verliert ja immer mehr den Bezug zur Realität, aber das schleicht sich so langsam ein und man kriegt ja eigentlich nicht mit, warum das so ist. Das ist ja eigentlich das Fatale an der ganzen Sache. Und ja, aber ich habe dann bei Schritt circa 113 rund aufgehört. Ah, Ja. okay, also das ist ja schon relativ viel. 200 hast du gesagt, gibt es insgesamt. Du kamst also ungefähr. Das ist geschätzt. Ich weiß jetzt, das ist nur, wie ich aufgehört habe, das sind jetzt sicher 7, 8 Jahre eben her. Da war Schritt 113. Und wenn ich das jetzt so hochrechne, nehme ich an, es werden sicher schon 200 oder mehr sein. Ja. Keine Ahnung. Naja gut, du warst ja knappe 10 Jahre drin, also hast ja auch relativ regelmäßig das Ganze gemacht, also wird schon Ja, einiges. Ich war süchtig drauf. Okay, also war auch wieder dieser Suchtfaktor, das kennt man ja Ja, auch. natürlich. Man will ja dann so schnell wie möglich die Schritte durchlaufen. Man will ja den Status des Pioniers haben. Und da konnte man natürlich auch sich 3, 4 Schritte im Monat kaufen, wenn man es sich leisten konnte oder wollte, wie auch immer. Und ja, um eben diesen Status zu erreichen und eben, man wollte auch diese Kristalle haben. Ah, Also genau. diese, ja. Ja, entschuldige, da wollte ich nämlich auch noch mal drauf zu Ja. sprechen kommen. Du hattest vorhin schon mal diese Lichtkristalle erwähnt. Kannst du, das würde mich mal sehr interessieren, kannst du das mal noch mal ein bisschen detaillierter erklären, was es mit denen auf sich hat? Ja, gerne. Also die Kristalle sind eben die Kristalle aus der Wirklichkeit, nennt es eben Sabine Sangita. Das sind Lichtkristalle, die channelt sie aus der ägyptischen Pyramide von Gizeh und die spielen eigentlich eine zentrale Rolle. Es sind im Prinzip Symbole. Und es gibt eben da diese Symbole, die für die Allgemeinheit zuständig sind, die kann man sich auch auf der Internetseite Schima Verlag kostenlos runterladen. Und dann gibt es aber auch welche, die man nur erhält ab einem gewissen Status. Die sind aber dann geheim und nicht zugänglich für andere Menschen. Mit die kann man dann Heiltechniken durchführen. Und diese Kristalle beinhalten eben auch die Lichtsprache. Also da gibt es zum Beispiel den Kristall des Vertrauens. Das ist eben dieses Symbol Vertrauen und heißt in der Lichtsprache Mona Oha. Oder ein ganz bekanntes war dann immer, das habe ich lange nicht aus meinem Kopf gekriegt, das ist das Symbol der Dankbarkeit. Also wenn man Danke sagt, sagt man dann Ananascha. Also das geht dann irgendwo schon ziemlich in den Kopf hinein. Es gibt dann auch den Kristall Jesus der Christus. Dann gibt es eben Kristalle für die Erdheilung.
für die Schwingungserhöhung der Menschen, aber das sind dann eben Kristalle, die nicht zugänglich sind für die Allgemeinheit. Ich glaube, es sind mittlerweile schon hunderte Symbole. Meistens war es dann ja so, wenn das Crayon-Festival live war, hat es in der Regel immer einen neuen Kristall gegeben. Und der hat dann natürlich das Geschäft ziemlich angekurbelt, weil dann den hat man dann oft zugeschickt gekriegt oder man fand ihn auf der Internetseite. Dann wollte man den natürlich so schnell wie möglich dazu malen, weil jeder wollte dann auf dem Festival natürlich den neuen Kristall mit Ja, klar. Form eines Bildes oder wie auch immer, ja. Ja. Hast du ja vorhin schon gesagt, jeder wollte da immer möglichst die höchste Stufe und den höchsten Kristall und so weiter Ja, bekommen. genau. Okay, also jetzt haben wir, also hast du uns erzählt, dass du ungefähr dann bei Schritt 113, 114 aufgehört hast. Warum eigentlich? Also was war denn da deine Motivation dann doch, da mit den Schritten aufzuhören? Ja, also ich war dann schon ein bisschen von Haus aus sehr Crayon-Schule müde und auch ist die Techniken sind immer komplizierter geworden und immer mehr Kristalle. Und auf jeden Fall, das war, ich glaube, so rund 113, 114. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe die Unterlagen alle vor circa 2 Jahren verbrannt, als ich zu Jesus Christus zurückgegangen bin und habe eben dann mir diesen Schritt angehört. Und da ging es um Lady Nada, die eben eine Inkarnation von Maria Magdalena sein soll. Und da wurde eben erzählt, dass sie mit ihrem Kind, das sie von Jesus hatte, ich glaube, es war eine Tochter mit dem Namen Sarah, dass sie nach der Kreuzigung flüchten musste. Und zum Schluss hat dann noch Jesus gesprochen, durch das Medium eben. Und da ging es um Vergebung. Und das war für mich dann so schockierend, weil ich nehme an, sie wollte damit zeigen, wie sie die Stimme wahrnimmt. Sie hat ja eben erzählt, sie hört das in einer blechernen, metallenen Stimme. Ja. Und die hat sie dann imitiert auf dieser CD. Und diese Stimme ist mir dann wirklich so in die Knochen gefahren. Ich hatte nämlich vor der Crayon-Schule eine dämonische Erfahrung. Und da bin ich im Bett gelegen. Ich hatte diese Schlaflähmung, konnte mich nicht mehr bewegen. Und hörte wirklich so eine blecherne Stimme lachen. Und das hat sich so ähnlich angehört. Das Lied kennt fast jeder von Michael Jackson, den Thriller Ja. Sound, wo zum Schluss dann so eine Stimme, so eine hämische lacht. Und genau so war das. Und dann konnte ich das irgendwie rückschließen und dachte mir, oh Gott, das ist ja ein Dämon. Wenn die das so hört, das sind Dämonen. Was hat das? Das ist nichts Lichtes. Und da habe ich dann wirklich abgebrochen. Also interessant, dass du gerade auch da abgebrochen hast, natürlich ausgelöst durch diese dämonische Stimme, aber auch gerade als diese unfassbaren Lügengeschichten über Jesus Christus erzählt wurden, ja, dass sie ein Kind hatten und so, das kennt man ja Das auch. war in der Esoterik ja öfters zu hören. Hört man auch heute noch, dass er mit Maria Magdalena ja eine Beziehung hatte. Und also das kommt in der Esoterik ja allgemein vor. Und das schleicht sich so langsam ein, diese Lügen. Und man kriegt das eigentlich gar nicht so wirklich mit. Das ist ja das Fatale an der Sache. Ja, also glaubt das nicht, wenn da jetzt jemand zuhört, diese Märchen, diese da kursieren teilweise, das ist sicher auch Teil dieses antichristlichen Konzepts, ja, dass Jesus Christus da noch ein Kind hatte mit Maria Magdalena. Viele sagen auch, er wäre am Kreuz gar nicht gestorben, hätte das überlebt und so. Man hört da vieles, ja. Ja, na, du Aber kriegst noch einiges zu hören. okay, da bin ich mal gespannt. Ja, Ja. also dieses Video heißt ja auch nicht umsonst Verehrung Luzifers. Da kommen wir sicher nachher auch noch mal drauf zu sprechen, warum das hier in eine äußerst okkulte Richtung geht bei der Crayon-Schule. Ich wollte noch mal auf die Schritte zurückkommen. Gibt ja auch diese Solavana-Schritte. Und für die braucht man eine Einweihung in die sogenannte weiße Priesterschaft. Kannst du das vielleicht auch mal erklären, was das ist?
Ja, genau. Also die Weiße Priesterschaft, die wurde ins Leben gerufen. Ich glaube, das war so 2012, 13. Das war kurz bevor ich dann ausgestiegen bin. Also, und Sabine Sangita hat da erzählt, dass ja Jesus, als er noch inkarniert war auf Erden, diese Priesterschaft ins Leben gerufen hat. Und er selbst war auch ein eingeweihter Priester und erteilte seinen Anhängern damals die Initiation in die Weiße Priesterschaft. Und sie hat immer wieder auch bei den Channelings und auch beim Festival gesagt, dass Jesus ja seinen Auftrag nicht erfüllen konnte, weil er im letzten Moment gezweifelt hat. Also das beruft sich auf den Satz bei der Kreuzigung: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damals ist mir das auch schon komisch vorgekommen, aber wie gesagt, es ist eine langsame Gehirnwäsche und man kriegt das dann nicht so mit. Und man glaubt das dann. Und es ist ja dann 2010 erstmalig dann diese Erlösungsenergie laut der Lehre von Sangita in die Erde, auf die Erde geflossen. Und jetzt eben, wo ich mich an das alles zurückerinnert habe, habe ich mir dann gedacht, wie heißt das, dass es vor 2010 überhaupt keine Erlösung gegeben hat? Nicht? Also das ist für mich aus heutiger Sicht als Christin ist das unglaublich. Nicht? Ja, für mich auch. Also ja, und natürlich muss man immer wieder sagen, das ist nicht der richtige Jesus, das ist ein Dämon, den Sabine Sangita da anscheinend wirklich in ihr Herz geschlossen hat. Ja, aber sie merkt es wahrscheinlich selbst nicht oder viele Genau. merken Und das was gar nicht. eben, ja, Entschuldigung, und was eben bei den Solavana-Schritten noch zu sagen ist, das sind genauso Schritte, die man vollzieht wie die Erwachungsschritte oder auch die Pionierschritte. Eine CD mit Skriptum, es kommt monatlich ein neuer heraus. Man kann das aber auch alles mittlerweile in einer Gruppe machen. Das heißt, mit einem Trainer, da braucht man aber auch eine Trainerausbildung, dass man befugt ist, das zu machen. Und die kostet dann rund 50 Euro mit Trainer und ohne Trainer zu Hause 36 Euro. Und man hat eben dann die Einweihung hat man dann dabei. Also beim ersten Schritt kriegt man eben die Einweihung in die Weiße Priesterschaft. Und man braucht eben dann, wenn man diese Schritte vollziehen will, einen energetisierten Stein, der kostet so rund 120 Euro. Und einen eingeweihten Zauberstab, der hätte damals rund 220 Euro gekostet. Aber das war dann eben auch schon, wo ich dann beschlossen habe abzubrechen, eben durch den Pionierschritt, weil man kann die Solavana-Schritte ja unabhängig machen von den anderen Schritten. Und ich wollte mir das einfach nicht mehr leisten, das war mir dann zu viel. Ja, ein Zauberstab für 220 Euro Ja. auch nicht gerade preiswert. Ja, und es wirkt natürlich alles nicht, wenn man nicht diese eingeweihten und energetisierten Sachen hatte. Nicht? Ja, klar. Ja, Bertha, du hattest vorhin auch mal, als ich dir die Frage gestellt habe, was du da so gemacht hast, auch diese Berufe der neuen Zeit genannt. Da kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel drunter vorstellen. Kannst du da vielleicht auch noch mal etwas erzählen, was damit gemeint ist? Ja, das sind im Prinzip auch wieder CDs mit Skriptum und man kriegt eben dann zum Beispiel, möchte man Magier werden, da gibt es eben den Beruf des Magiers und man kriegt dann von Merlin eine Einweihung in die hohe Kunst der Magie und man kriegt dann auch geheime Kristalle dazu. Und so ein Beruf der neuen Zeit, also bei dem Magier zum Beispiel, der kostet 360 Euro. Dann gibt es eben auch noch Heiler, das ist der Taras, wenn ich das mir richtig in Erinnerung hole. Der kostet 999 Euro. Also sind die Preise dementsprechend schon. Dann gibt es noch Noah und Lumina Lichtkosmetik. Da kriegt man ein Plakat mit Kristallen, die sind versteckt eingedruckt und dass der Klient die auch nicht sieht. Und auch eine CD dazu, eine Verjüngungscreme, die ist energetisiert von einer aufgestiegenen Meisterin. Die ist im Starter-Set dabei. Später kostet die dann 99 Euro.
Und man behandelt damit eben den Menschen und soll eben die Zellen sollen sich verjüngen und die Haut wird straffer. Und ja, ich glaube, dieser Beruf hat dann 450 Euro gekostet. Ziel ist es, war es dann natürlich dann für jeden, sich damit selbstständig zu machen. Ja, was natürlich kaum möglich war. Ja. Also irgendwie alles, was ich da jetzt bisher so höre mit den Lichtkristallen, mit den Berufen der neuen Zeit, mit der DNS und und all das, das klingt für mich auch wie eine Art Gehirnwäsche. Ist der Vergleich gerechtfertigt? Kann man da wirklich den Bezug zur Realität verlieren? Ja, aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Also für mich war das so unglaublich, mich an das alles zurückzuerinnern und vor allem auch diese Sätze, die du immer wieder gehört hast in den Channelings, du bist hohes Licht in einem menschlichen Körper oder du bist das Beste, was die Erde trägt oder du wirst unermesslich geliebt. Man freut sich natürlich, wenn man auf einmal solche Sätze zu hören kriegt und die meisten, die da dazukommen, handeln ja eigentlich aus einer Lebenskrise heraus. Das war ja bei mir auch nicht anders. Und man ist dann eigentlich ja schon ein bisschen ein Opfer für solche Sachen. Man verliert die Realität ja total. Nicht? Man flüchtet sich in diese Leere und man trifft gleichgesinnte Menschen. Nicht? Und ja, und irgendwo lässt der gesunde Menschenverstand einfach, der geht verloren. Und ich hatte da zum Beispiel eine Erinnerung, da ist eine Bekannte, die ist mit mir auf diese Festivals ein paar Mal mitgefahren. Das ist eben so von Freitag bis Sonntag war das. Und da war eben dieses Channeling dann über Lucifer und die ist dann so abgehoben. Das war, die kriegte sich einfach nicht mehr rein. Die kam dann wirklich für ein paar Wochen in die Psychiatrie. Also die war dann so voller Liebe für Luzifer. Also Luzifer ist Satan in der Bibel. Also wird hier meistens in der Esoterik als Luzifer bezeichnet. Ja. Ja, und also ich habe Ähnliches erlebt bei der Endeavor Akademie. Das war die kommt aus den USA. Da hat man den Kurs in Wundern gelebt und so. Und da waren die Ja. Menschen, die dort waren, auch völlig wie entrückt, konnten kaum mehr hier zurechtkommen in dieser Welt. Das stimmt, ja. Standen völlig neben sich. Also wären eigentlich auch ein Fall für die Psychiatrie gewesen. Also das sind auch Auswirkungen. Das sind auch dämonische Auswirkungen. Ja, richtig, richtig. Aber das weiß man leider immer erst hinterher. Also ich hatte früher auch nie Probleme finanzieller Natur oder auch mich in einer Arbeit länger zu halten. Ich war in diesen 10 Jahren, ich habe das nachgerechnet, habe ich 5-mal einen Job gewechselt. Und ich war 2-mal dann arbeitslos dazwischen. Das ist ja das Fatale. Man will ja nur mehr Licht und Liebe sein, aber nur, das ist leider nicht die Realität, nicht? Und man will ja dann die Menschen heilen, den Planeten und die Tiere, nicht? Also, und ja, man entrückt ja total, aber ich kann immer nicht so, wie es sein soll. Ja, nicht so wie die Entrückung, an die wir, Ja. glaube ich, wir Christen Ja, glauben genau. und auf die wir ja alle hoffen. Gut, wir sind eigentlich jetzt schon so ein bisschen bei den Auswirkungen, die das bei dir hatte. Du hast schon ein Beispiel erzählt, das unstete Leben, 5-mal den Job gewechselt. Ja. Man kann es also doch als dämonische Verführung sehen, das Ganze. Ich denke, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Und was für Auswirkungen hatte das noch bei dir? Naja, also ich erinnere mich noch, Sangita, man konnte am Anfang der Crayon-Schule, also von den Festivals, konnte man auch Fragen stellen, direkt live von sie. Und da war einmal die Frage, wie es ausschaut mit Dämonen oder auch mit Besetzungen. Und das hat sie ganz entschieden immer zurückgewiesen. Sie sagte, dieser astrale Bereich, der wurde schon lange geräumt. Also es gibt keine Dämonen oder keine Besetzungen mehr. Und das ist aber was aus der heutigen Sicht, das ist mir jetzt so bewusst geworden. Natürlich, wenn ich aus diesem Bereich meine Informationen kriege, sehe ich eigentlich nicht, wo ich da wirklich drinnen bin. Also damit meine ich eben Sabine Sangita, ne? Ja. Und ich hatte als Crayon-Schülerin dämonische Erfahrungen vorher und auch nachher. Also
Die schlimmste dämonische Erfahrung, die ich hatte, das war vor circa einem Jahr. Da war ich aber schon auf dem Weg mit Jesus Christus. Und ich glaube, gerade da ist man dann sehr interessant für dämonische Energien. Also ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber ich dachte mir, es ist doch sehr wichtig, damit man weiß, wie gefährlich okkulte Bücher sind. Ich hatte mich, als junge Christin war ich da eigentlich noch nicht so gefestigt und habe mir ein Buch gekauft. Das waren eigentlich so Mystery-Geschichten. Und ich habe dann so mit zunehmendem Lesen hatte ich dann irgendwann den Drang, das war im Winter, ich hatte meinen Schwedenofen eingeheizt, meinen neuen, hatte ich auf einmal den Drang, meine kleine junge Katze in den Ofen zu stecken. Oh. Und ja, und ich dachte mir, na so ein Blödsinn, ja, sie war sehr anstrengend, quicklebendig, habe mir nichts weiter gedacht. Und dieses Gefühl, dieser Drang wurde dann aber immer stärker. Und eines Nachmittags war das so schlimm, ich habe dann zum Halluzinieren angefangen. Während dem Lesen konnte mich kaum mehr bewegen, konnte nicht mehr reden. Ich hatte wirklich, ich muss meine Katze in den Ofen stecken. Also unglaublich, bis Ja. ich dann gemerkt habe, das geht von dem Buch aus. Und ich habe dann das Buch genommen mit letzter Kraft, habe noch Jesus Christus geschrien, weil ich konnte nicht mehr reden, nur so innerlich geschrien, bitte hilf mir. Und habe in letzter Kraft, habe ich dann das Buch in den Ofen gesteckt. Und Ja. es ist mir dann so schlecht gegangen, zum Glück nicht die Katze, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also das war so schlimm. Und ja, das hat wirklich eine Zeit lang gedauert, bis sich diese Energie abgebaut hat. Ich habe dann mit einer Freundin, die hat dann gesagt, jetzt beten wir zu Jesus Christus, dass er dir hilft. Und dann war das wirklich innerhalb von ein paar Tagen war das weg. Ja. Aber das ist eine Erfahrung, die bringt man eigentlich nicht raus. Also wenn ich heute noch meinen Ofen einheize, ich denke immer wieder daran. Und ich wollte das eigentlich nur erzählen, damit man wirklich genau weiß oder was man da eigentlich anrichten kann. Ich Ja. verstehe heute auch, dass es Menschen gibt, die auf einmal jemanden töten, weil eine innere Stimme das befohlen hat. Das ist eine Kraft. Man kann sich da fast nicht wehren. Ja, man merkt hier die destruktiven Mächte ganz klar. Ja. Also, du hast es schon gesagt, solche Sachen, wie du berichtet hast, es gibt manche Menschen, die haben, ja, die diese Stimmen hören. Entweder sie sollen jemand anderen was antun oder auch sich selbst, der Genau. einen Suizid treiben. Das sind die Ziele der destruktiven satanischen Mächte. Ich kenne persönlich eine Frau, die hat so eine Stimme empfangen, sie soll sich vor den Zug werfen. Wahnsinn, Sie, ja, Wahnsinn. es ist wirklich furchtbar. Sie hat es gemacht, sie hat schwer verletzt überlebt, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Und daran erkennt man das. Also wenn hier jemand zuhört, der auch sowas hat, es kann leicht anfangen, ja, also mit, dass man Genau. vielleicht irgendwie eine Anwesenheit spürt in der Wohnung. Du hast Genau. diese Schlafparalyse ja auch vorhin schon genannt, dass man plötzlich sich gar nicht mehr bewegen kann. Man kriegt das aber mit. Das ist so ein Zeichen. Man hört Stimmen, es passieren irgendwelche Phänomene in der Wohnung. Das Leben, da geht es drunter und drüber. Also falls du das jetzt auch hast, wenn hier jemand zuhört, der vielleicht auch sich da wieder entdeckt, das sind alles klare Zeichen von dämonischem Genau. Einfluss. Und dann heißt es, so schnell wie möglich damit aufhören. Ob sei es die Genau. Crayon-Schule oder etwas anderes. Ja, und Ja. das ist ja auch das Fatale an der Sache, wenn man in der Esoterik drinnen steckt. Also ich habe mich ja bis vor einem Jahr, bis mir das passiert ist, ja eigentlich nie gefürchtet. Also man will ja eigentlich was spüren oder man will was wahrnehmen. Man ist ja wirklich, ich sage, der gesunde Menschenverstand lässt ja da total aus. Nicht? Ja. Aber eben mit dieser Erfahrung, da habe ich, also, und man erinnert sich dann eben an so viele Dinge zurück. Also bei mir sind öfters Dämonen vor dem Bett gestanden, habe Gesichter gesehen, aber ich habe mich nie gefürchtet in der Esoterikzeit. Also ja, man ist wirklich paralysiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es geht hier, es ist eine satanische Beeinflussung oder auch Ja. Luzifer wird es genannt in der Crayon-Schule. Luzifer ist ja so ein bisschen verniedlichend, ja, ist ja eigentlich, steckt ja Licht drin. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass der Satan sich als Engel des Lichts tarnt. Inwieweit Ja. spielt denn Luzifer konkret eine Rolle bei der Crayon-Schule? Also das, was ich jetzt sage, ist eben auch die Lehre von Sabine Sangita. Also
Es ist so, nach ihrer Lehre sagt sie eben, Luzifer hat ja früher Joatou geheißen und er war ein hoher Drohnenengel an der Seite Gottes und er hat sich eben für das große Experiment so quasi zur Verfügung gestellt und er wurde von diesen göttlichen Liebesbanden abgetrennt. Und dabei hat es ihn zersprengt und mit ihm eine große Explosion. Und er fiel in die Tiefe und dabei hat er so rund 389 Planeten in die Tiefe mitgerissen und den größten Anteil hat eben die Erde getroffen. Und die Erde hat damals noch Lemuria geheißen. Und eben aus diesem hohen Lichtwesen wurde dann eben ein lieb- und lichtloses Wesen. Und von da an hat dieser Joatou eben dann Luzifer geheißen. Und Melek Metatron hat dann eben gesehen, was da geschehen ist. Es war anscheinend nicht so geplant, dass die Planeten so aus dem Ursprung herausfallen, wollte er, also dass die Planeten wieder eingeatmet werden. Und das hätte geheißen, er hätte die Planeten zerstört. Und da hat es dann aber hohe Lichter gegeben und die haben dann die Quelle gebeten um Aufschub und sie wollten eben diese Planeten zurückholen in die ursprüngliche Bahn. Und das ist eben das, woran heute noch gearbeitet wird. Wir haben dann auch, also das, was ich jetzt sage, ist eben dieses Channeling, wo dann wirklich beim Festival sehr viele Leute man hatte richtig Mitgefühl mit Luzifer. Das ist ja auch das Fatale. Man unterscheidet dann ja nicht mehr zwischen Luzifer und Licht, wirklich Jesus Christus oder so. Es ist ja irgendwo alles eins. Es ist ja alles Licht und Liebe, nicht? Und das ist eigentlich die Gefahr an der ganzen Sache. Und da haben Leute geweint bei diesem Channeling, weil wir alle so Mitgefühl hatten. Oh, der Arme hat sich eben für dieses Experiment zur Verfügung gestellt. Wir haben dann auch noch ein Liebesband für Luzifer geknüpft, damit er wieder zurück aufsteigen kann an die Seite Gottes quasi. Und das hat man dann auch mit einer gewissen Technik gemacht und mit eben geheimen Kristallen. Meine Güte, ja. Ja, es ist eine Verherrlichung Satans letztendlich. Die wissen es natürlich nicht. Man ahnt es ja nicht, dass man hier den Widersacher Gottes verehrt und anbetet. Wir können nur froh sein, dass Jesus Christus diesen schon am Kreuz besiegt hat und er hat keine Macht mehr. Es sei denn eben, man nähert sich ihm und macht so Sachen wie Kreonschule. Das ist wie Ja. eine Einladungskarte. Man lädt quasi dämonische Mächte zu sich ein und denkt, es seien Lichtwesen. Ja, das ist das Fatale. Das habe ich früher auch getan in der Lichtarbeit und habe dann auch erst dank Gottes Hilfe erkannt, auf was ich mich da eingelassen hatte. Ja. So wie du halt eben auch. Ja, also wie du gesagt hast, den Titel, den du eben diesem Podcast gibst, da bin ich schon ziemlich erschrocken, weil es eben um Anbetung Luzifers geht. Aber ich habe dann drüber nachgedacht und dachte ich mir, ja, eigentlich war ich in der Esoterik, war ich eine Dienerin Luzifers, nicht? Und das ist dann schon sehr schockierend, ne? Ja, Ja. ich auch, aber jeder kann davon wieder befreit werden durch Jesus Christus. Das ist eben auch die gute Botschaft bei all dem Schrecklichen, was wir hier teilweise auch hören. Wer sich an Jesus Christus wendet, kann und wird dann auch befreit werden davon, egal was da noch gewesen ist in der Vergangenheit. Das ist das Gute, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Das heißt, Ja. Jesus Christus ist der Stärkere, der Sieger. Und wer sich Ja, an ihn wendet, genau. ist auf der Seite dieses Siegers. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Kommen wir mal zum Thema Ehrlichkeit den Kunden gegenüber. Das sind ja auch irgendwo Kunden, die zahlen ja auch. Du hast vorhin schon diese Noah und Lumina Lichtkosmetik angesprochen. Ich zeige jetzt mal hier einen Ausschnitt von Sabine Sangita im Bild. Und zwar, man könnte jetzt schon den Eindruck bekommen, naja, wie soll man sagen, dass sie da ein bisschen was hat machen lassen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Jeder soll tun, was er oder sie für richtig hält. Darum geht es jetzt gar nicht. Das ist ihre freie Entscheidung. Aber wenn sie auf der einen Seite diese Lichtkosmetik verkauft und sagt, die würde auch schon so von sich aus die Haut jung halten, und dann aber doch hier so einen Eingriff machen lässt, zumindest sieht es danach aus, ist das aus deiner Sicht aufrichtig gegenüber den Kunden?
Ja, eben nicht. Also ich habe sie ja jahrelang nicht gesehen und habe dann zufällig dieses Video von ihr entdeckt und ich muss sagen, ich hätte sie nicht erkannt. Dabei habe ich sie ja oft persönlich getroffen und anfangs ja, wie die Crayon-Schule entstanden ist, also aus direkter Nähe und ich habe dann sie eigentlich nur mehr an ihrer Stimme erkannt und ich denke mir halt, dass sie halt schon auch einen großen Druck vom Außen ausgesetzt ist, wenn ich so Sachen verkaufe und dann aber selber Spuren im Gesicht der Zeit quasi habe, ne, bin ich natürlich Erklärungen schuldig. So denke ich mir das halt. Und vor allem die Sachen kosten ja auch viel und das Sortiment hat sich ja mittlerweile ziemlich erhöht. Also es gibt ja jetzt nicht nur diese Gesichtscreme, die also in diesem Ausbildungsset dabei ist von diesem Beruf, Lohan Lumina Lichtkosmetik. Mittlerweile gibt es auch eine Körpercreme, es gibt eine Gesichtsmaske, es gibt Peelings, es gibt für die Haare was, es gibt eine Seife und die Preise sind wirklich sehr stolz. Und sie hat immer wieder gesagt, das Wirksame an diesen Sachen ist eigentlich das Energetisieren von diesem aufgestiegenen Meisterin. Und das ist halt für mich halt schon eine bewusste Verführung, weil das nicht stimmt. Man sieht ja, dass es nicht stimmt. Was mir auch dann noch eingefallen ist, ich bin ja jetzt doch schon lange weg. Ich habe mich dann auch noch an ein Channeling erinnert beim Festival. Da wurde Lee Carroll eingeladen und hat Crayon gechannelt. Das war so circa 2012. Und Crayon hat durch Lee Carroll gesprochen und der sagte, also der Aufstieg wird so circa noch 50, 60 oder sogar 80, 90 Jahre dauern. Ich weiß das nicht mehr genau, auf jeden Fall sehr lange. Wir waren dann ziemlich schockiert, alle, als wir das hörten. Und dann hat aber Sangita nach diesem Gastauftritt gesagt, das stimmt so sicher nicht, das versichere ich euch, das dauert höchstens noch 6 oder 12 Monate, ja, und das ist jetzt 10 Jahre her. Nicht? Also man merkt halt es also auf lange Sicht, dass das ja alles nicht stimmt. Ja, gut. Und so persönlich glaubst du denn, ja, du hast es ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass sie selbst auch ein suchender Mensch ist? Das glaube ich schon, weil sie hat auch immer wieder betont, wie tief verbunden sie sich mit Jesus fühlt. Aber natürlich oder leider halt auch der falsche Jesus, denn sie hat Jesus sehr oft gechannelt und bei diesen Festivals, die ja früher live stattgefunden haben, war dann am Sonntag immer am Ende so der Höhepunkt, dass sie ihren Körper zur Verfügung gestellt hat für irgendein Lichtwesen. Und da war eben doch öfters auch Jesus. Also das sind dann Aspekte von Jesus, von ihrem Jesus in ihren Körper gegangen. Und dieser Jesus ist dann auch durch die Menschen gegangen und hat teilweise was gesprochen oder den Menschen die Hände aufgelegt. Ja, und oder sie hat doch erzählt, die Anfänge, die sie gehabt hat, war das Kurs in Wundernbuch und das wurde ja auch gechannelt. Das, was da drin steht, die Lehre, soll ja auch Jesus sein, aber halt Ja. leider auch der falsche Jesus. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie Jesus sucht und sie hat das immer wieder gesagt, wie tief sie verbunden ist mit ihm. Ich wünsche halt nur, dass sie den richtigen Jesus findet, so wie ich ihn gefunden habe oder auch wie du ihn gefunden hast. Ja, also es lohnt auch durchaus für sie zu beten, für all die Menschen zu beten, die auch dort Ja. noch gefangen sind. Da möchten wir gerne dazu aufrufen. Solange sie leben, ist es nicht zu spät. Erst wenn wir ja dann den letzten Atemzug getan haben, dann ist es zu spät, kann man sich nicht mehr umentscheiden. Also Ja, sollte man die richtig. Zeit nutzen. Wirklich Ja, richtig. ein klarer Aufruf. Generell, Bertha, die Esoterik hat dich am Ende krank gemacht. Du hast ja sogar, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, eine Ernährungsumstellung gemacht. Die dachtest, die hätte dich dann gesund gemacht, aber das war auch eine Täuschung. Wie war das denn? Ja, also ich habe mich eben auf dieses Gespräch natürlich vorbereitet, weil ich natürlich viel vergessen habe.
Und ich war dann so ein, zwei Jahre, bevor ich mit der Crayon-Schule aufgehört habe, bin ich dann krank geworden. Ich habe angefangen, Blut zu erbrechen, hatte ein bis zweimal die Woche schwere Anfälle. Ich habe mich gekrümmt vor Schmerzen. Und ich hatte aber damals kein Vertrauen mehr zur Schulmedizin. Das hatte eben aufgrund meiner Vergangenheit war das eben so. Also ich würde das niemandem empfehlen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe mir halt dann Rokos Bücher gekauft, habe meinen Körper gereinigt, habe mich umgestellt und das hat mich gesund gemacht, dachte ich eben, dass das so war. Und jetzt eben aufgrund dieser Recherchen ist mir dann auf einmal eine Aussage vom Herrn Jesus eingefallen. Das war im Matthäus-Evangelium, wo er dann sagt, eben nicht das, was in euch hineinkommt, verunreinigt euch, sondern das, was aus euch herauskommt, verunreinigt euch. Denn das, was in euch hineinkommt, das kommt letztendlich in den Abort. Das, was aber aus euch herauskommt, das kommt aus eurem Herzen. Und wie mir dieser Satz eingefallen ist, ja, da habe ich mir gedacht, oh Gott, du kannst denn bei so viel Müll, den du dir reingezogen hast und den du von dir gegeben hast, kannst du natürlich nur krank werden. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass man sich gesund ernährt. Keine Frage, nicht? Aber ich glaube, was mir dann im Endeffekt geholfen hat, war die Umstellung natürlich schon. Ich musste meinen Körper reinigen, aber ich bin dann durch die Krankheit, war mein Fokus ein anderer und bin dann weg von der Crayon-Schule. Ich habe dann mein eigenes Gemüse angebaut, habe mich danach ernährt, war viel in der Natur, das hat mir viel Freude gemacht. Und ich habe dann so rund 2015 noch mit 51 eine Lehre begonnen als Landschaftspflegerin. Und das hat mich dann wirklich wieder zurückgeholt, weil ich war ja dann zum Schluss wieder arbeitslos und habe dann wirklich voll total neu durchgestartet. Und das war eben im Endeffekt, wo ich glaube, dass mich das gesund gemacht hat, eben der Fokus weg von der Esoterik. Ja, auf jeden Fall schön. Das freut mich wirklich, dass der Herr Jesus da bei dir auch diese Umkehr erzeugt hat und den Wunsch in dir umzukehren. Zum Thema Ernährung, wen das interessiert, ich habe ja auch ein Video zum Thema Anthony William. Du hast dich jetzt zwar nicht nach Anthony William ernährt, aber ich Ja. wollte es nur mal genannt haben. Das ist das vorletzte Video vor diesem dann. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Ja, du hast schon ein paar Sachen erwähnt, die dann, nachdem du zu Jesus Christus gekommen bist, dich dann auch positiv niedergeschlagen haben in deinem Leben. Du glaubst ja seit etwa 2 Jahren an Jesus. Was hat sich sonst noch so geändert? Was ist neu mit Jesus? Also das ist etwas, wo ich sage, das kann man schwer beschreiben. Das ist wirklich so ein tiefer innerer Wandel. Und es ist irgendwo auch so ein sanfter Weg, weißt du. Also wenn ich an die Esoterik zurückdenke, da ist dann so viel schiefgelaufen. Man hatte kein Selbstvertrauen mehr. Man ist immer schnell Feuer und Flamme für irgendeine neue Technik. Dann springt man von einem zum nächsten und noch eine Ausbildung und das brauche ich noch und das. Und irgendwie ist das wie so Zuckerbrot und Peitsche von den Dämonen, nicht? Also immer, dass man so ein bisschen ja, dass man nicht weggeht. Immer hoch, himmelhoch jauchzen und dann wieder ist man ganz tief runtergefallen. Und ich war wirklich lange nachher dann schwerst depressiv. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Lebensfreude kommt dann so langsam und immer mehr durch. Und diese Durchhänger, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also die Durchsetzungskraft wird einfach, die steigert sich enorm und ja, der gesunde Hausverstand ist einfach wieder da. Ich hatte auch so viel Wut und Aggressionen in mir. Das ist einfach weg. In dem Moment, wo ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Also da kommt dann so ein tiefer innerer Friede. Man braucht nichts mehr. Also die Suche ist wirklich beendet. Und ich erinnere mich noch, Sangita hat immer gesagt, der einfachste Weg ist auch der beste Weg. Also damit hat sie damals die Crayon-Schule gemeint, weil am Anfang war ja alles noch relativ einfach. Jetzt ist es ja aus meiner Sicht total kompliziert. Also ich könnte, na, schrecklich, nicht? Und sie hat recht, der einfachste Weg,
ist aber ein anderer. Das ist Jesus Christus und die Bibel. Mehr brauche ich nicht. Ich Ja. finde in der Bibel jede Antwort. Ich finde alles. Und in der Esoterik geht ja immer so dieser Irrglaube rum, die ist so schwer verständlich. Das stimmt nicht. Man findet wirklich auf alles eine Antwort in der Bibel. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Aber natürlich kann man damit kein Geschäft machen. Nicht? Also wenn ich Jesus Christus mein Leben übergebe und die Bibel lese, dann bin ich erlöst. Mehr brauche ich nicht. Ja, das ist auch das wunderbare Ende, zumindest deiner Crayon-Schule und Esoterik-Vergangenheit. Das ist so Ja. wunderschön, wie Gott dann das Leben neu macht. Man ist eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Also das hat man Ja, sehr, das ist wirklich so. ja. Also man kann sich das nicht vorstellen. Und das ist ja auch so fatal. Man probiert in der Esoterik ja wirklich jeden Dreck aus, muss ich jetzt schon sagen. Aber wenn es darum geht, wenn jemand sagt, Jesus Christus, da schmunzelt jedes Fass peinlich, nicht? Aber genau das ist, glaube ich, die falsche Verführung. Das hat doch diese Zoe B. in deinem Podcast gesagt, wo ich mir dachte, ja, das ist wirklich so. Jesus Christus ist der einzige und wahrste Weg. Es gibt keinen anderen. Ja, es gibt nur diesen einen Weg. Und das kenne ich auch. Das Genau. haben ja auch schon viele so gesagt oder geschrieben, dass sie, wenn Ja. sie jetzt missionieren oder so, dann sagen die Leute oft so, ach, jetzt kommst du schon wieder mit deinem Jesus. Ja, Die genau. Bibel ist doch eh gefälscht, ist ein Märchenbuch. Ja, das ist Ja, sie eh, das ist, genau. genau, ne? Und das ist sie eben nicht, das ist sie eben Ja. nicht. Aber das will der Teufel eben den Leuten gerne weismachen. Und ja, dieser Jesus, mit dem man da kommt, das ist letztendlich die Rettung daraus. Das ist also das größte Geschenk, das Gott uns überhaupt gegeben hat. Es ist unfassbar, dass überhaupt Gott seinen Sohn Ja, richtig. geschickt hat für uns, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Ja, und das, Richtig. ne? Und da wollen wir halt auch einladen, Bertha und ich jetzt hier auf diesem Weg, wer also auch in dieser Materie noch drinsteckt, eventuell auch sich da vielleicht wiederfindet, wiedererkennt. Auch wenn du jetzt nicht in der Crayon-Schule vielleicht bist oder warst, sondern auch in anderen Bereichen. Es gibt einen Ausweg, Jesus Christus, und er hat diese ganzen bösen Mächte einfach besiegt. Und es ist so schön, wie Bertha das auch sehr anschaulich hier anhand ihres eigenen Lebens bezeugen konnte. Bertha, also vielen Dank, das war sehr eindrücklich. Ja, ich sage auch danke, Eckart, und ich wünsche mir einfach, dass möglichst viele Schäfchen wieder zurückfinden zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist Amen. einfach wirklich das Wichtigste. Amen. Genau. Gut, ja, dann nochmals ganz lieben Dank an dich, auch an alle, die jetzt hier zugehört haben. Okay, das war's mit dieser Folge und ich hoffe, man sieht sich oder hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Gottes reichen Segen für euch alle. Macht es gut, ciao. Tschüss.